Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gags Free, Deep Cover Gecko. Wir machen weiter mit der Märchenwelt, die mir im letzten Part unheimlich viel Spaß gemacht hat. Ja, wir müssen die drei Kerzen anmachen und die drei kleinen Schweinchen mobben. Das kriegen wir hin. Letzte Part habe ich 100% mit Bravour gemeistert. Es liegt halt alles auf dem Weg. Das ist ein Jahre-Level und ein sehr cooler Level. Und ja, jetzt können wir uns wirklich auf die Aufträge fokussieren. Gucken, ob mir das gelingen mag. Zum Glück habe ich mir was zum Essen mitgebracht. Ja, pass auf, dass du nicht vom Wolf gegessen wirst. Hier natürlich Rotkäppchen, drei kleine Schweinchen. Und Jack und die Bodenranke. Ziemlich viele lustige Anspielungen. Ich habe mir recherchiert, wie es mit dem Spiegel geht, den man aktivieren kann. Man muss da einfach reingucken mit der Watch-Funktion. Das wusste ich leider nicht mehr. Ich habe es recherchiert. So kann man das als Shortcut und Teleporter nutzen, wenn man runterfällt. Erwischt! So. Strohhaus! Du hast auch nur Stroh im Kopf. Du hässliches Schwein. Gut, wenn ich das jetzt schon anfange hier mit den Schweinen, machen wir das mal zuerst. Zuletzt die Kerzen. Klingt das nach einem Plan? Ich denke, es klingt nach einem Plan. Schade, dass die Shortcuts nie gespeichert bleiben, aber ja. Ich empfinde den Level als sehr spaßig, von daher könnt ihr meinetwegen auch nochmal neu erleben. Zum Glück müssen wir nicht mehr nach ganz oben, das habe ich ja schon im letzten Part gemacht. Das habe ich jetzt so Mario 64 Style. Einmal nach oben gehen, Belohnung holen und that's it. Ja, man muss da auf einem roten Kreuz stehen und dann da reingucken, ne, mit der Watch-Funktion. Dann kann man die Spiegel als Teleporter nutzen. Ja, das werde ich jetzt auch direkt machen. Juhu. Ja. Da ist er. Gucken, ob das so gut klappt, wie es im Internet stand. Sonst wollen wir die Hummel besiegen. Mit der Hummel ist nicht zu spaßen. Oh, verdammt, ey. Fluggegner in Gags sind echt schwer zu besiegen, finde ich. Von hier oben kann ich mein Haus sehen. Magic! Und Escape bleibt irgendwie da. Das finde ich auch lustig. Boah, dauert die Animation lange. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr, wo... ich habe nichts gemacht. Was ich sagen wollte, das Problem ist, ich weiß nicht mehr, wo die drei kleinen Schweinchen sind. Eins ist, glaube ich, ganz weit oben. Komm, wir wollen das mal so. Glaube ich, angenehmer. Hast du auch ein Spiel? Nee, das ist eine Bonus-Coin. Die haben wir schon gemacht. Es waren ja Challenges auf Zeit, was ich ganz witzig finde. Das war ein bisschen was anderes gewesen. Ja, und ich gehe wieder den Abkürzungsweg. Was definitiv vom Spiel nicht so gewollt ist. Da ist eine Kerze. Ich glaube, die Kerzen sind relativ schwer zu finden. Ha. Naja. Ich habe mich jetzt schon mit den Schweinchen zerkracht. Drei kleinen Schweinchen. Deswegen mache ich das zuerst. Guck, hier ist der nächste Shortcut. Ich fände es halt kritikwürdig, dass es nicht gespeichert wird, wenn man es einmal aktiviert hat. Zum Beispiel, wie zum Beispiel die Bomben in Mario 64. Die rosanen Bomben, wenn die einmal aktiviert ist, blieb das aktiviert. Die Kanone, auch für die andere Mission. Das hätten sie ja wirklich auch so machen sollen. Hat man nicht gemacht, finde ich schade. Tja, da unten hätten wir hin müssen. Jetzt gehe ich erst weiter nach oben. Vor oben kann ich immer noch runter segeln. Nach oben müssen wir so. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Die freie Natur. Ich weiß es nämlich nicht mehr genau. Wahrscheinlich ist der richtige Weg. Oh, das ist schon ein geiler Level. Wirklich. Schönes Prinzip. Einfach immer weiter nach oben zu gehen. Ja. Was da jetzt passiert, das weiß ich nicht. Irgendwie Collision in dem Spiel ist gerade ein bisschen
sehr komisch. Und slidet er jetzt immer. Vielleicht, weil ich getroffen wurde oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich steuere jetzt einfach direkt dagegen. Boah, die sehen so eklig und böse aus. Sie und die ekligen Spinnen. Sie und die Arachnophobie. Kennt ihr das Märchen? Ich hoffe, ihr kennt es nicht. So. Ja, bist du auch ein Checkpoint oder nur eine Coin? Nee, das ist ein Checkpoint. Beziehungsweise ein Shortcut. Tier ist tatsächlich schon das Häuschen. Und ich habe was nicht bedacht und dafür hasse ich mich, aber ich cutte euch das. Hier erscheint nämlich die Fernbedienung, das heißt, ich muss sowieso nochmal hoch. Aber ich könnte den Shortcut nutzen, ne? Na gut. Müssen wir mal schauen. Ey, du blödes Viech. So. Dritte Häuschen. Kennst du schon meinen Hüftschwung? Nee, dein Hüftschwung kenne ich nicht, Baby. So. Jetzt müssen wir halt wirklich schauen, wo ist das andere Schweinchen? Denn ich weiß es nicht mehr genau. Hier ist ja doch Abgrund. Wie böse. Nee, ist nur die schlechte Render-Distance des Spiels. Was auch vollkommen in Ordnung war zu der Zeit. Dann wollen wir schauen. Es war hier irgendwo. Nee, hier auf keinen Fall. Das ist nämlich der Anfang des Spiels. Tja, also. Ich hätte doch die Schweinchen Fernbedienung im letzten Part einsammeln sollen. Komm mir so vor. Flop! Lange Animation! Jetzt bin ich doch nur hier, oder was? Nee, das ist ganz oben. Es gibt keine drei unterschiedlichen Shortcuts. Sondern immer zum höchsten Punkt. Ja, okay. Kann man machen, I guess. Ich kann jetzt unendlich fliegen, ne? Von hier oben kann ich mein Haus sehen. Ich denke schon. Das war bei Spyro und Legacy of Kain nicht anders. Checken Sie das? Dann checken Sie das. Tja, ich habe natürlich jetzt die Frage, wo war das letzte Schweinchen? Wo ist der? Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, und dann müssen wir natürlich nochmal nach oben. Hin und her, ich weiß. Ich glaube, die Wölfe muss man gar nicht besiegen. Ist nur für die Fliegen wichtig. Du musst jetzt ganz tapfer sein. Du musst jetzt ganz tapfer sein, ja? Schwein hat sich so Mühe gegeben. Könnte sich Bond nicht eine Scheibe davon abschneiden, Sir? Hör mal mit Bond. Herr Alfred ist übrigens eine Anspielung, habe ich letztens gelesen, an den Butler von Bruce Wayne, also Batman. Dann soll es eine Anspielung sein. Tja. Ihr wisst, wo die Reise hingeht, ne? Nach unten. Denn, wenn wir jetzt den Shortcut nehmen, sind wir wieder genau da, wo wir sein wollen. Ich denke, ich kann. Bevor sie euch das noch zeigen kann, dass man so easy den Spiel benutzen kann. Einmal reinlunzen. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Gex-Käppchen, wohl genannt. Ich denke, ich kann. Episch. Ich denke, ich kann. Guck, jetzt sind wir ja schon da. Brauche ich nicht mal schneiden, Leute. So schnell geht das. Gut, waren auch jetzt 10 Minuten. Ich glaube, heute schaffen wir tatsächlich nur diese Märchensachen, aber ist ja nicht schlimm. Können wir nächstes Mal richtig straight up mit Anime TV starten. Ist doch schön. Dann geht's langsam, sicher auch
ins letzte Gebiet. Wo tatsächlich nur zwei Level waren. Springen Sie über die drei Leuchter. Hä? Ich bin da nie drüber gesprungen. Ich habe die Leuchter immer aktiviert mit dem Schwanzhieb. Weird. Weird, weird, weird. So, Gexy Boy. Und ich glaube, es erscheint auch hier unten. Natürlich erscheint es hier unten. Bedeutet, wir können uns einfach richtig gechillt fallen lassen und es ist einfach sehr angenehm. Drei Dinge. Man braucht ja auch nur den Shortcut nach oben, weil man kann ja ganz chilli-manilli da runtergleiten. Ist das nicht am sinnigsten? Ja, komm. Ich das schon sehe. War es doch am sinnigsten, oben anzufangen, oder? Ich hab's jetzt so gemacht. Sind ja nur drei. Wenn ich die sehe, sammle ich die auch schnell ein. Ich weiß leider nicht mehr, wo die waren. Die sind so ein bisschen abseits. Abseits der Bodenranke. Ich denke, ich kann. Nein. Diesmal konnte ich mich da nicht hochglitschen. Ah, die freie Natur. Die freie Natur. Guck mal, was da ist. Die freie Natur. Hä? Wollte gerade sagen. Bitte? Oh, die haben sogar Augen, die Kerzen. Ist das auch eine Anspielung an Enkenmärchen? Das ist eine Anspielung an Rare. Aber Rare, Banjo und DK und so hat ja auch alles Augen irgendwie. Conker. Selbst das Geld hat Augen bei Conker. Conker kann ich auch den Leuten empfehlen, die Gags mögen und umgekehrt. Leute, die Conker mögen, kann ich Gags empfehlen. Ich sag's halt immer wieder. Weil der Humor sehr ähnlich ist. Von hier oben kann ich mein Haus sehen. Von hier oben kann ich mein Haus sehen. An dieser Stelle struggle ich immer. Aber man kann hier einfach weiterlatschen. Ich hoffe, du hast auch so gedacht. Wenn nicht, ist mir jetzt auch egal. Denn ich hab's so gemacht. Ich glaube, es ist so gedacht, dass du hier entlang gehst. Ja, ihr merkt schon, die Fliegen zu sammeln, muss man schon mal ein bisschen vom Pfad abkommen. Hat aber Spaß gemacht. So ein bisschen Super Monkey Boy Vibes. Schicklichkeit beweisen, balancieren. Schon ganz nett. Von hier oben kann ich mein Haus sehen. Ich denke, ich kann. Hier hat er irgendwie nicht wirklich viele Sprüche, kann das sein? Der Gexy Boy, sonst hat er immer so viele Sprüche auf Lager. Ah, die freie Natur. Und in dem Moment macht er natürlich einen neuen Spruch. Ich frage mich das immer, wenn ich hier bin. Das einfach absolut keinen Sinn macht. Das liegt an der Render Distance. Du siehst hier nicht, wo es weitergeht. Und ich meine auch, das kleine Skirby ist hier nie weitergekommen. Du musst es einfach wissen, dass du hier abspringen musst. Ja. Oh Mann, Leute, ich weiß nicht, wo die Kerze ist. Das Gute ist, wir haben gerade den Checkpoint aktiviert. Ich war schon fast so cocky. Ich wollte sagen, ja, ich glaube, den brauche ich nicht aktivieren. Ja, gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Intelligentes Leveldesign. Wirklich. Looking at Mythos TV. Sowas auch sinnvoll gewesen wäre, ja, okay. Wupp, wupp. Da habe ich mir meine Shortcuts erstellt mit Safe States. Aber nur beiden Fliegen. Die anderen Fernbedienungen habe ich tatsächlich ohne Safe States geholt, weil ein bisschen Ehre will ich auch noch bewahren. Von hier oben kann ich mein Haus sehen. Von hier oben kann ich mein Haus sehen. Sag mal, wo ist denn jetzt die letzte Kerze? Die war aber nicht da ganz oben im Himmel, oder?
Ich hasse es! Ich hasse es wirklich. Ja, ich glaube, ich muss jetzt auch mit Safe States, weil ich einfach nicht weiß, wo ich hin muss. Ach, Kinder, wo war denn die dritte Kerze? Ich war auch gar nicht so weit oben. Ich denke, ich kann. Ich war nicht so weit oben. Oder? Kliu? Kliu? Gott! Mit den Gleiten musst du echt aufpassen, wo dein Schatten ist. Sonst wird das ein böses Ende nehmen. Oh, Kamera, please! Oh, gerade noch so geschafft. Komischen Herbstblätter. Finde ich aber intelligent, wie die das gemacht haben. Einfach so Herbstblätter, die jetzt schon verrotten sind, die halt so ein bisschen wackelig sind und runterfallen. Guck, wir müssen nicht so weit. Ich habe die Kerze einfach nicht gefunden. Oder die ist jetzt wirklich hier oben. Ah, hier war... Hier war die erste Fernbedienung. Scheint nicht hier zu sein. Gut. Das Einzige, was jetzt noch Sinn ergibt, ist einmal hier rumfliegen. Einmal hier rumfliegen. Denn eventuell findet man dann die Kerze. Aber nur eventuell. Könnte sein. Ist mir ernsthaft. Die Kerzen waren ja alle so weit Boden rankommen. Das heißt, sie muss irgendwo hier sein. Hier vielleicht? Nee. Die haben wir schon, oder? Die haben wir schon. Ich gucke jetzt mal eigenes Video. Nee, mache ich auch nicht. Ich habe mich jetzt doch dagegen entschieden. Ach, Kinder, das ist doch scheiße. Ich hätte wirklich... Mann, ich nehme immer die falsche Fernbedienung mit beim ersten Mal. Ich hätte wirklich Beifahr, die mit den Kerzen mitnehmen sollen. Das ist so schwer zu finden. Mit der Render Distance. For real, ich weiß nicht, wo die ist. Ey, wenn die jetzt nicht verschwindet, danke. Die haben sie richtig blöd platziert. Schön beim Spiegel, ne? Tja, wo könnte die sein? Ah, die freie Natur. Nicht, dass sie hier irgendwo ist. Nee. Das nenne ich fair. Bin ich denn jetzt? Ach, hier habe ich einen Safe State gemacht, ganz oben. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ich frage mich wirklich, wo soll es denn sein? Es ergibt keinen Sinn, Leute. Von hier oben kann ich mein Haus sehen. Ich hab die doch alle schon gehabt. Die blöden Kerzen. Das finde ich die wirklich nicht mehr. Ja, die Render Distance, Leute. Kann das Spiel bitte mal ein Remake bekommen? Ich denke, ich kann. Da würde ich echt sagen, ja, bei dem Level Remake wäre auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Ah, die freie Natur. Da hätte ich irgendwo eine Kerze platziert. Haben sie aber nicht.
Mann, jetzt bin ich schon wieder bei der Kerze. Gott verdammt. Schon wieder die gleiche Kerze. Ich könnte halt, wie gesagt, wirklich in meinem Video schauen. Wie ich zwangsweise es ja eng von herausfinden, wo die ist. Von hier oben kann ich mein Haus sehen. Aber wie gesagt, bei 100% Jagd war es nicht schwer, die zu finden. Die muss ja weiter oben sein. Ganz unten war eine, die war sehr einfach zu bekommen. Das heißt, sie muss weiter oben sein. Ich hätte es mir wirklich merken sollen, aber du kannst dich ja nichts orientieren. Es gibt nur eine Bohnenröhre und Blätter. That's it. Ich der denke, Level. Ich denke, ich kann. Ist ja auch gut, so der Level aufgebaut ist. Ich meine, ist ja mal was anderes. Ist ja schon cool. Aber es macht es nicht einfacher, hier das zu finden. Hier habe ich mich ja auch mal verlaufen, meinen Spinnen. Freie Natur. Vielleicht ist es genau hier bei den Spinnen. Wer weiß. Hier bei dem Blatt. Da muss ich jetzt umschauen. Aber man kann sich ja nie umschauen. Wegen der Render Distance. Hier ist der Checkpoint, hier ist es wieder das. FETF? Man kommt wirklich nicht zu der dritten Kerze, beziehungsweise ich weiß einfach nicht, wo die ist. But why? Ein Checkpoint, alles schön und gut. Das ist ein Bonus-Coin. Sehe ich bei der Kamerafahrt vielleicht eine Kerze? Nein, natürlich sehe ich die nicht. Hier ein bisschen Bounce. Sehe ich auch keine Kerze? Leute, wo soll es denn sein? Das gibt's doch nicht. Das ist nur wieder der Weg hier hin. Och nö. Ist nicht euer Ernst. Warum ist hier denn eine einsame Fliege? Warum ist sie hier? Führt das zu einer Kerze? Sollen wir jetzt anzeigen? Hey Girl, hier ist eine Kerze, wenn du deinen fliegst. Da endete der Strauch. Ja, und hier bin ich wieder ganz unten. Fantastic. Ich muss das im Internet nachschauen, bis gleich. So, ihr Lieben, ich glaube, ich weiß jetzt, wo es ist. Und ich frage mich, warum ich es nicht gesehen habe. Ich frage es mich wirklich. Das muss, das ist schon zu hoch. Wo es ganz viele lilane Blätter gibt. Da kannst du irgendwie abbiegen. Ist es schon hier? Ich glaube nicht. Nee, das geht ja wieder zu dem Wolf. Wenn ich mich recht entsinne. Ha, jetzt echt die Frage, wo war das? Ich komme nicht dahin. Da steht auch so ein Danger Shield. Da haben wir so einen ganz vielen Trampolinen. War es nicht sogar hier? Ich denke, ich kann. Nee. Ich denke, ich kann. Ich weiß echt nicht, wo es ist. Level ist weitläufiger als gedacht. Wirklich. Kurz der Level nicht. Ah, hier war das. Da bin ich mir sehr sicher. Genau, da geht es einen Weg nach da. Da
einen Weg nach da. Genau, hier sind nämlich diese Gefahrenschilder und da ist, glaube ich, die Kerze, die uns fehlt. Nee, die haben wir auch schon. Fantastic! Diese Kerze haben wir auch schon. Hier vielleicht? Ja, hier brennt noch eine Kerze. Ist das eine Kacke? Wo? Was? Wie? Wann? Wo? Hä? Wie kommt man hier hin? Regulär. Ach so, gefühlt nur, wenn wir, ja, wenn man die Dinger da einsammelt. Nur dann sieht man's. Wegen der tollen Render Distance. Danke für nichts, Gags 3. Danke für nichts. Aber hey, 100 Jahre haben wir es ja dann doch geschafft. Wonderful, wonderful. Sehr schön. Hat ja jetzt doch ein bisschen länger gedauert hier. Die Märchenwelt, aber sie hat Spaß gemacht. Und die nächste Welt wird auch voll Spaß machen. Die wird nämlich richtig witzig. Denn das wird Anime-TV. Viele sind ja auch Anime-Gucker, Anime-Fans für meinen Kanal. Ich selbst ja auch. Von daher werden wir da unseren Spaß haben. So ein bisschen Gundam-mäßig, Schoolgirl-mäßig. Halt sehr Sci-Fi, sehr futuristisch das Ganze. Ist ja nicht mein Anime-Genre. Ich gucke ja so Psychological, Magical Girl. Sowas, was ich am liebsten schaue. Aber hey. Da machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr mich und das Video mit einem Daumen hoch unterstützen. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!